So, wir haben 74% Winrate auf diesem Account. We need to climb with the jungle. Climbing through the ladder. Ich hab keinen Bock auf Top-Lane-Ganks. PTA Pantheon gegen Nah. Da wird immer Doran Schick gekauft, der weiß, dass er im Early Game chillen muss. Mayo! Gesmurft mit dem Command. Nice. Minions have spawned. If only she were here to see this. See me. Whatever it takes. Ich hab vergessen, wenn wir jetzt mit 4 Stacks rüberlaufen können. Jetzt meinten wir das hier. Ich glaube, ich hier queuen sollte, aber... Ja, jetzt komme ich mit den Stacks runtergelaufen. Ah, ne, war nicht wahr. Ich hätte es besser runterziehen müssen, die kleinen Crux. Mit 3 Stacks hergelaufen kommen wir für eine gute Combo. Auch hier könnte ich es besser machen, dass ich wieder mit Stacks rübergelaufen komme. Da gibt es noch eine Menge zu optimieren, Tolkien. Für cleaneres. Full clear action pathing. Dann könnte schneller sein. Nimm das Brot. Ey, danke, Knalex. Vielen Dank für dein Sub. Nehmen wir. Wie, den merkt man. Vielen Dank an The Returns. Vielen Dank. Für deinen Resub. Welcome back, mate. Double Scuttle, I guess. Ich muss den Schwert noch dodgen. Ja, sucks. Der ist beim Master der Top-Tank-Solle gerannt und hat uns dann noch gekillt. Der Wort-Tank hier bekommen hat, das ist nicht gut. Das ist der Lego ziemlich fett. Naja, mal sehen. Wir danken auch an Selva für den vierten. Twitch Prime ist ja mein. Vielen Dank, Mann. Nein, so was straight gebased Top-Tanks gerade gerannt, ne? Nur noch fein im Game. Weil der Typ einen Kill bekommen hat. Ist okay. Schnipp, schnipp. Ich finde auch Talia recht nice gegen Viego und gegen Sylas. Wir haben Shaco Support, alles entspannt.
Mehr Pack. Balanced. Ich muss einen guten Weg geben, die Raptoren rüberzuziehen. Aber irgendwie der Kreis ist fake. Wenn ich sie hier unten hinziehe, dann resetten die trotzdem immer. Der Kreis ist irgendwie gar nicht korrekt. I don't know. Danke auch an Morgenmuffel. Vielen Dank für den Einsatz, Mann. Danke dir. Guter Name. Weil so Lenz, wenn er solo killt. Oh, wenn beide so Lenz solo killt werden, bin ich unglücklich. Really? Geil. Irgendwie random, aber auch geil. Wenn Jego kommt, gewinne ich nicht. Ja, wir resetten Full Clear. Resetten Crux, Rapper, Botlane. Nach Full Clear Action. Should be good. Talia, wir botten vielleicht ulten. Not sure, ob das gut ist. Hat er relativ weak Mitte, aber. Weil Ash kann nicht entkommen. Oh, sehr zu früh geweht. Geil, Ash kann trotzdem nicht entkommen. Der Arrow fliegt auch gleich Richtung, was auch immer. Wenn los, wenn der von Earl getroffen worden wäre. Geil. Faker! Nochmal den Teammate loben, Chat. Das macht sie glücklich. Der Viego doch komplett gegrieft, dass er noch nicht umgeholtet wurde, aber auch mal einfach loben. Boah, ich bin so weit vor Viego. Mach alles farmen darf. Bin so fett. Wir nehmen einfach Schild, gehen wir das Game. Gleich unser Item in Base. Bin noch bereit, Harry abzugeben, I don't really care. Wenn wir Full Clear fertig machen und OP sein. Das ist mir am wichtigsten. The Brella Man. Einfach nicht traden könnte, wäre das optimal Mitte. Neo könnte gerade Harold soloen. Oder auch Drake. I don't really know, aber I don't really care. Ich spiele für mich selbst hier. Einfach komplett mal gefullcleared. Viego ist Mitte. Geil. Wenn sie stirbt, sie ist 0-4, dann ist sie halt 0-5. Der Unterschied davon ist nicht wirklich von großer Tragweite. Denn Harold macht das schlimmer, actually. Ding ist bloß, mit meinen beiden schwachen Solo-Ländern gehe ich nicht für Harold Contest. Ich spiele für Drake. Viego könnte jetzt gerade schon Drake machen. Deswegen ist Mitte laufen am besten und dann gucken, ob ich den den Drake sterben höre. Drake stirbt auf jeden Fall viel früher. Okay, der ist top eingelaufen, Silas. Also wenn er den wirklich macht, dann kann er den immer noch rechtzeitig machen, Viego, aber ich krieg dann wenigstens seine Ult. Vielleicht kann ich ihn killen. Ja, ich bin nicht für Topside, wenn mein Top, wenn er gerade outtraded wurde. Weil Mitte in der 0-5 steht. Wir spielen für Drake. Ah. Das Beste, was ich tun konnte. Keine Crux ab. Keine Raptoren ab.
Wenn sie eh abhat, können wir vielleicht fighten. Okay, wir kriegen seinen Flash. Fucking big, dass er nochmal reingegangen ist. Cinderella Man. Aber es gibt mir kurz Crux und Parfen Botzeit. Weil wir auf dem Counter-Gang-Timer da sein sollten. Er will noch 300 Gold für seinen Item farmen. Also jetzt runterparfen und da sein, falls er gegankt wird, ist gut. Ja. Bin gleich da. Bold World's Hype. Nur hatte gehofft, dass er straight ran holt, Diego. Wenn man Arbeit, Schule, Studium hat. Ich hätte gehofft, dass er straight ran ist, sie haben mich versucht. Sie hätten vielleicht in den Busch reinlaufen sollen, das kam, ihn baitet da. Ich hab's gepinkt, was Sache ist, aber die waren halt nicht ready dafür, leider. Jetzt am Pushen, obwohl ich gar nicht wollte, weil wir jetzt irgendwie diven. Ah, Matt. Einfach mich das spielen lassen. Ich, ach, Talia, Alter. 0-6 und will da Botlane diven, ich weiß nicht. Na gut. Mal die Beine flach halten. Wie sagt man? Beine stillhalten. Ball flach spielen oder so, weiß ich nicht. Das war's auf jeden Fall nicht. Mit einer Taco-Liebe, Dark Foxfire und Weißbier. Vielen Dank für eure Subs, willkommen. Vielen lieben Thanks. Danke euch. Die Beine flach halten, sagt man das nicht so? Deutsch war es schwer. Das ist meine erste Sprache, ich habe Deutsch erst später gelernt. Ich bin aufgewachsen mit Sindarin. Im Haushalt wurde sehr viel Sindarin gesprochen und dann hat mein Vater gemeint, ich soll doch mal anfangen Deutsch zu lernen. Meine Mutter meinte, nee, mach mal lieber Quenya und dann haben wir uns doch für Deutsch entschlossen. Aber Sprichworte fallen mir halt immer noch sehr schwer, leider. Und der Vigo ist jetzt so OP, Mann! Das ist 6-1, gleich Triforce fertig. Alter. Ja, wenn wir Ego killen, ist eine gute Win-Condition. Aber Thalia, du bist unglücklich hier unterwegs in dem Game, right? Das heißt ja vom Pantheon. Oh. Oh. WP Karma. So ein Teammate hier ein bisschen hypen, ne? Damit alle ein bisschen mehr Tryhard-Stimmung kriegen. Je positiver wir sind, desto besser fürs Game. Im Objective Bounty Strat. But we can win. Unser Item jetzt durchgestackt im Wald. Ich hatte noch Vigo bekommen, aber noch nicht ganz Riftmaker fertig. Der ist immer noch stärker als ich, vor allem weil er halt schon gebased ist. Unfreiwillig in dem Fall, weil er tot ist, aber war trotzdem base. Items kaufen ich nicht.
Philos ist tot, unser Midlander ist useless, give it. War so oder so ambitioniert, das jemals zu starten. Noch zwei Camps von Seite. Meine Viego crosset straight über Mitte rüber und ich darf das hier nicht machen. Mit der scheiß Map-Hacker. Ich glaube, es wäre ein geiler Cheese geworden. Natürlich, sobald sie da anfängt zu Map-Hacken, keine Chance. Boah, die BF mir zu gehören, ist so frech, aber ich mach's. Der hat den Tyrant gecancelt, um mich zu killen. Das ist einfach. Like, drei Mann rennen jetzt Topland durch. Wie? Alter, drei Mann rennen eigentlich die Topland durch. Dass die Harry. Die canceln Harry. Das ist so illegal. Das ist so illegal. Hm. Ja, 3000 Gold. Also. Ich benutze keine Summoners mehr oder so. Ich war immer tot. Okay, Lifesteal Ults, aber ich meine. Ja. Gab es leider immer sehr hart, wenn der wie Ego sich so an mit den hochfieben kann. Wahrscheinlich gehen wir jetzt wirklich noch Sonne, erst einfach nur um Resets zu denyen. Ihr wisst, ich mag Sonne nicht so sehr, aber wir haben schon recht viel physischen Schaden und halt Ego Resets nicht zu geben, ist schon gut. This will cheer me up. Brauchen ein paar Lucky Kills. Okay, der Salah ist eigentlich Loki am Griefenbot. Aber wenn er. Okay. Er ist halt leider auch sehr strong und mein Team rennt einfach am One-Boy noch hin rauf. Gut. Viego ist gleich da. Er ist actually hier. Geultet und geflasht. Oh mein Gott, es ist so ein Scheiß-Game zu spielen, wenn meine Lanes so weak sind. Ich kann nicht Mitte fänden, nicht Botte fänden. Er schafft am Ende auf mich rauf und tötet mich. Ach man, ich kann ihn dann links raus. Der 10 Kills, Mann. Wurde so hops genommen, im ganzen Early-Game. What doesn't matter? Ah. Winnable. Please, help top team. Nicht um Rob Town euch kloppen jetzt. Karma, Talia und Aphelios. Top helfen, bitte. Ich denke, meine ganzen Camps sind wieder weg hier oben. Der Ego hat 11 Kills, Mann. Can win. Hat er meinen Wrap-Up gehabt? Nein, sonst hätte ich Wrap-Up jetzt selbst bekommen. Ich werde versuchen, Top drum zu nehmen, right? Viego wieder getötet, aber diesmal war kein großer Shutdown. Brauchen unbedingt Bounty Strat. Brauchen die League of Legends Combat Mechaniken gegen die Snowball Mechaniken. Kommt ein Arrow geflogen, wenn ja, muss ich den wählen. Ich
Get the bounties are falling off soon. Ich muss Angst, dass ich Nash machen wird, nicht Base. Ich muss auf mich selbst gucken, falls Pantheon oder Ash Arrow kommt. Any comeback, Magis? Ja. Comeback, Magis. Das sah schon sehr cool aus, die beiden Mega Now It. Da ist BTP. Wie hat Diego da einen Double Kill bekommen? Don't know. Bin ich stark genug für Pantheon? Zwei Items, ich hab keine Ult mehr. Okay, wir haben sehr viel verloren auf der Karte, auch den Drake leider. Aber es ist winnable. Primär durch mich. Wenn wir durch mich durchspielen, meine ich. Sollte nur mir selbst vertrauen im Game. Ich bin der einzige starke Champion in unserem Team. Aber ich bin wirklich strong. Just do it. I just don't do it. Und Gwen OP? Eigentlich schon unglücklich, dass er den Arrow gemisst hat. Weil die E gemisst hat. Nash? Wir haben gesehen, gecarried, Chat! Also wirklich, das ist schon Jungle, das ist schon eine geile Rolle, Mann. Und wir sind back in business. Wir sind, aber ja, Comeback Majors, 24 Stacks, not bad. Brauchen unbedingt andere Leute auch noch Kills, nicht nur noch ich. Ich will eigentlich gar nicht, aber ich muss natürlich Platz im Inventar machen. Yo, can win. War schon geil, da zu ghosten und Vego runterzurennen direkt. Meine Camps. Wann? Keine gute Mid-Wave. Wir können hier einfach mit alleine safe sein, wenn im Bot-Turm geht das. Wir sind eh gerade alle Topside, wir sind überall safe eigentlich. Wir spielen echt ein gutes 1-4. 0-1-4. Keiner von den Gegnern ist da, die haben getrollt. Er war free shit. Weiß nicht, warum mein Teammate stirbt, aber Botlane war alles free. Sollten wir rennen, wenn wir dürfen. Rennen, wenn wir dürfen. Talia nicht Mitte stirbt, das ist alles besser. Aber Talia ist Mitte gestorben. Armin, alles was ich machen muss, ist nichts tun, Mitte. Wenn er nichts gemacht hatte, wäre das insane gewesen, Talia. Das ist Leandris.
Er ist actually reingeäht, deswegen musste ich Sonne lassen. Balanced? Ich musste, weil ich habe mit der W actually nicht seine E gedodged, weil er reingedasht ist. Ich musste Sonne lassen und wehen. Aber ich habe seine Ult und seine E gesonnen lassen, also alles gut. Welcome 50, meine ganzen Botsec-Camps sollten gone sein. Wenn er einfach nicht stirbt. Ich guck mir gleich mal Rap-Buff, wenn er den gemacht hat. Drake in 30. Brauchen wir natürlich Level 16 zu werden vom Drake. Schaffen wir aber nicht. Alle meine Botsec-Camps sind weg, ne? Kein einziges Botsec-Camp mehr ready. Mit der Wave. Ist meins. I call Dibs. Muss aufpassen, dass ich rechtzeitig wehe, falls ich gearrowed werde. Sonst könnte ich das Game gerade verlieren. Level 16. Big Power Spike. Und wer mit Prior natürlich. Auch nicht unwichtig. Mal schön sweepen, damit wir die Boxen sehen. Muss nicht mal Sonne, Dingens, ein Ghosten. Junge, ein Jenner 13, der andere 15 Kills. Beide in ihrem jeweiligen Team der wichtigste Spieler. Eine gute Botwave. Ren ist immun. Er ist tot. Weil ich bin Fullbild, ich brauche den Top-Turm eigentlich nicht wirklich für mich selbst. Talia kann gerne Scheren kommen. Open Nexus, good shit. Heute gerade dein Banger. Open Nexus, I think we won. Das nennt man Overchase. Das ist hier nicht Overchase, das ist legal, oder? Geht auch Ghost. Ich hab leider ein bisschen viel Gold. Kann jemand mitwegblocken? 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 Ich sollte stehen jetzt. Ich geh jetzt nicht mit 4k Gold. Ah, das war doch ein Overchase auch von mir. Genauso wie von Silas. Das heißt noch 10 Sekunden tot, also das machen. Ach, Fedor, bitte lauf einfach rum. Du hast nur noch 3 Schüsse in der Waffe drin. Gerade wenn der Stein trifft. Ich hab 5000 Gold! Aber wir sollten hier enden. Oh, gestern da hier. Der Nexus. Das hat Nexus, die haben uns Top-Lane gekillt, das war der Nexus, GG. Boah, haben wir das Game böse von V9s. Das ist schon eine geile Rolle. Holy moly. GG. GG's. Holy moly, das war ein Banger.